Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod. Am Ende der Welt liegt Fortitude, ein friedlicher Ort in der eisigen Arktis. Hier geschah noch nie ein Verbrechen, bis ein Mord die kleine Gemeinde erschüttert. Die Handlung spielt in der fiktiven 800 Einwohnersiedlung auf Spitzbergen. Nach dem Angriff eines Eisbären auf den Geologen Billy Pettigrew liegt dieser schwer verletzt im Schnee und wird bei lebendigem Leib gefressen. Der renommierte Tierfotograf Henry Tyson beobachtet die Szene und versetzt Pettigrew den Gnadenschuss. Wenige Monate später entdecken zwei spielende Kinder ein Mammutskelett im Gletscher, auf welchem Fortitudes Gouverneurin Hildur Odegaard ein Hotel errichten möchte, um den Tourismus zu fördern. Kurze Zeit später wird der Wissenschaftler und Umweltschützer Charlie Studdard brutal ermordet, welcher offenbar mit dem Skelettfund in Verbindung steht. Durch diese Vorkommnisse sieht die Gouverneurin ihre Pläne, den Ort für den Tourismus zu öffnen, in Gefahr. Der aus London eingeflogene Ermittler Eugene Morden soll zur Aufklärung des Mordes den hiesigen Polizeichef Dan Anderson bei den Ermittlungen unterstützen. Als weitere mysteriöse Ereignisse geschehen, erkennt Morden, dass es um mehr geht als den Mord an Stoddard. Die Spuren führen ihn auch zum Unfalltod des Geologen Pettigrew. Zur Produktion. Im April 2013 wurde bekannt, dass der US-amerikanische PTV-Sender Starz und Sky Großbritannien die 12-teilige Serie Fortitude für 2014 bestellten. Als Schauspieler wurden Anfang 2014 unter anderem Stanley Tucci, Michael Gambon, Christopher Eccleston und Sophie Capral bekannt gegeben. Gleichzeitig gab Starz den Ausstieg aus dem Projekt bekannt. Die Idee zu Fortitude stammt von Simon Donald, der bereits das Drehbuch für die 2006 erschienene zweiteilige britische Miniserie Low Winter Sun schrieb, welche 2013 in einem gleichnamigen US-Remake erschien. Als Vorlage für den Ort der Handlung diente Longyearbyen, die größte Siedlung auf der zu Norwegen gehörenden Inselgruppe Spitzbergen. Gedreht wurde die Serie jedoch in Reyðarfjörður, einem Ort im Osten Islands. Das zu den trockenen Randnotizen. Meine Einschätzung. Die Süddeutsche Zeitung formuliert es einmal so: Fortitude verhält sich fast wie eine Arktis-Expedition. Irre, aber bewundernswert und nach ein paar Folgen, wenn man das komplexe Beziehungsgeflecht langsam durchblickt, von einer ganz eigenen Faszination. Wie die Fjorde, Berge und Schneestürme, die als Kulisse dienen und von der Kamera im Laufe der 12 Folgen nach und nach erkundet werden. Man bekommt schnell mit, dass die Serie in Sachen Geschwindigkeit sich den Umständen der Region anpassen. Es wird ruhig erzählt, die Figurenkonstellation ist zwar relativ groß, aber bleibt überschaubar und wirken zuweilen wie ein Kammerspiel vor weißer Leinwand. Das Ensemble und die Figuren sind durch die Bank weg interessant, aber eben auch zuweilen sperrig oder gar unsympathisch angelegt. Einmal spiegelt das natürlich die Mentalität der Gegend wider, zum anderen sorgt dies für reichlich Spannung. Kurz und bündig könnte man über Fortitude sagen, dass die Serie unaufgeregt aufgeregt ist. Ja, ich denke, das würde passen. Die Geschichte und deren Konflikte sowie die finale Eskalation deutet sich immer nur vage an, aber kommt nie mit dem Vorschlaghammer um die Ecke. Und wenn dann auch noch die Serie anfängt, Twin Peaks Luft zu versprühen, dann ist es eh um ein Geschehen, zumindest bei mir. Wohlwissend natürlich, wer auf derlei Mystery-Serien bzw. Filme steht. Auffallend hierbei ist zum Beispiel das Spiel der Deputies in Twin Peaks und in Fortitude, besonders in den Dialogsequenzen. Oder wenn sich der Aha-Effekt aller Akte X einstellt. Oder man sich an Carpenters The Thing erinnert fühlt. Tja, wie ihr hört, die Serie bietet einen wilden Mix aus Mystery, Horror, Drama und Thriller. Sicherlich, eine Straffung hier und da hätte gut getan, zumindest im ersten Moment. Aber wenn man nochmal drüber nachdenkt, so ergibt die Entschleunigung, die Nebenschauplätze und vermeintlich unwichtigen Storystränge wieder einen Sinn. Denn am Ende fügt sich doch alles wieder zu einem großen und Ganzen zusammen. Und wenn das Final auf den ersten Moment überraschend eintritt, so bleibt mir nur zu sagen, dass bereits eine zweite Staffel gedreht wird und die Erstausstrahlung für Oktober diesen Jahres angepeilt wird. Nun gut, mein abschließendes Statement. Es ist eindeutig eine Serie für die langen und dunklen Tage. Und zudem keine, die man mal eben so aus dem Schrank zieht und einschmeißt. Sprich, man muss in Stimmung sein, aber wenn dieser Umstand eintritt, dann entfaltet die Serie ihre komplette Wirkung und versprüht Suchtpotenzial. Von mir gibt es deshalb eine Empfehlung für diejenigen da draußen, die eine gut erzählte Story der schnellen Inszenierung vorziehen und keine Angst haben vor einem The Killing Set im ewigen Eis.